Hi, meine Lieben, da bin ich wieder, Sebastian. Jemand hatte mich gefragt, oder es wundert ihn, er hat gar nichts gefragt, es wundert ihn, dass ich eine Frau habe und ja, selbstständig sein kann mit sozialer Phobie. Und das kann ich voll verstehen, ne? Weil ja, ich habe Angst vor Menschen. Wie ist das möglich? Ja, ich habe versucht, da so eine Videoantwort. Ich habe schon mal, glaube ich, so ein Video gemacht, aber ich finde es einfach nicht mehr. Deswegen mache ich das Video nochmal, weil die Frage habe ich schon, die taucht so oft auf, ne? Weil man sich es halt nicht vorstellen kann. Bei mir ist es so, ich habe meine Frau ja kennengelernt mit Alkohol. Also ich habe ja schon mal erwähnt, dass ich ein Alkoholproblem hatte. Ja, ich habe das mittlerweile im Griff. Und ich war jeden Tag betrunken. Und wenn ich betrunken war, dann konnte ich mich Menschen auch öffnen. Also dann war die soziale Phobie eher im Hintergrund. Und so habe ich auch meine Frau kennengelernt. Wir haben uns zum Beispiel an meinem Geburtstag getroffen. Da konnte ich viel trinken, ja, ohne dass es auffällig ist. Silvester getroffen. Und hinzu kommt, ich bin nicht jemand, wenn er komplett besoffen ist, der randaliert oder irgendwie Streit sucht, Stress sucht, ja, rumschlägert. Das bin ich eben nicht. Und so hat das, glaube ich, auch mit meiner Frau funktioniert. Weil ich dann, wenn ich getrunken habe, halt ja mit ihr auch reden konnte. Ja, klingt jetzt doof, aber das war so schwierig, ja, weil die soziale Phobie eben sehr stark war damals. Und ja, so ist das bei meiner Frau. So lief das also erstmal weiter mit meiner Frau. Ich habe weiterhin getrunken, aber meine Frau hat mir irgendwann auch zu verstehen gegeben, das geht so nicht, um was ich da mache, ja. Habe ich aber nie drauf gehört. Ich habe immer gelogen und gesagt, ja, ich höre mit dem Trinken auf. Ich habe es einfach nur verschoben. Ich wollte damals gar nicht auch aufhören zu trinken, weil es halt mir auch die Angst genommen hatte, ne? Und alle Probleme waren verschwunden, so dass, keine Ahnung. Und so ging es dann ein Stück weiter, ja, und aber durch die Liebe von meiner Frau auch, ja, durch euch auch, ja, durch die Community, durch den Hund, ja, mit dem gehe ich viel raus, muss unter Leute irgendwie, durch meine Kinder, ja, durch das Umfeld, hat sich bei mir wohl einiges geändert, ne, dass ich wieder Mut gefasst habe. Ja, und letztendlich habe ich mich dann von mir aus selbst entschieden, mit dem Alkohol aufzuhören. Und dann hat das mehr oder weniger gut geklappt. Ja, ich hatte Rückfälle, auch wenn ich das selbst wollte, ja, mich nicht betrügen wollte selbst, habe ich es nicht geschafft, hatte oft Rückfälle. Und ja, irgendwann hat es geklappt. Ja, irgendwann. Wow. Wahnsinn. Und seitdem trinke ich nicht mehr. Ist jetzt über ein Jahr her, weit über ein Jahr. Und ich habe kein Mal mehr Alkohol angefasst. Und ja, ich bin stärker geworden halt. Ja, ja, meine soziale Phobie ist milder geworden, könnte man sagen. Ich habe immer noch scheiß große Angst in verschiedenen Momenten. Aber ich bin, glaube ich, auf dem richtigen Weg. Und dann kommt ja die Selbstständigkeit. Ja, das ist ja noch nicht allzu lange, wo ich das mache, wo ich mich entschieden habe. Ich hatte ja schon mal gesagt, als meine Mutter gestorben ist, da habe ich abrupt mit der Selbstständigkeit aufgehört. An dem Tag war das vorbei und das war nicht mehr in meinem Kopf. Ganz komisch, wenn ich heute daran denke. Es war einfach weggeblasen, gab es nicht mehr. Ne? Und ja, mit den Jahren dann habe ich immer öfter aber wieder an die Selbstständigkeit gedacht. Aber ich war gleich überfordert, ne? Wie so ein Berg. Du willst irgendwie so einen Berg hochklimmen. Aber du siehst alle Schritte auf einmal, du weißt nicht mehr, wie du da hochkommen sollst, ja. Und das überfordert dich, der Gedanke, dann lässt du es gleich wieder sein, weil traust du dir gar nicht erst zu. Und das hat sich halt auch gelegt und jetzt kann ich wieder mir Gedanken drüber machen, über die Selbstständigkeit. Ich bin nicht gleich überfordert, es ist herausfordernd für mich, es ist positiv geworden. Und ja, so ist es mit der Selbstständigkeit, ja, also da, ja, hat sich wahrscheinlich über all die Zeit und was ich so tue, einiges verändert. Also könnte man letztendlich sagen, Junge, du bist auf einem guten Weg. Ja, also das ist halt so. Ja, ich versuche das Beste zu machen einfach. Ich hoffe, ich konnte die Frage beantworten. Ohne Alkohol hätte ich meine Frau niemals kennengelernt. Alles wäre scheiße. Also ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Bis dahin, Sebastian. Adieu, ciao.